Der Kosovo wählt am Sonntag ein neues Parlament. Zum vierten Mal seit seiner Unabhängigkeitserklärung von 2008. Nötig wurde der Urnengang, weil Ministerpräsident Ramush Haradinaj im Juli zurückgetreten war. Haradinaj ist vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Auf seinen Nachfolger im Kosovo warten große Herausforderungen. Gemeinsam werden wir an unserer Zukunft arbeiten. An einem Kosovo ohne Korruption, Vetternwirtschaft, mit Beschäftigungsmöglichkeiten für alle und einer starken Wirtschaft. Die Bevölkerung des Kosovo ist ethnisch gespalten. Jeder sechste Sitz im Parlament ist reserviert für Parteien, die Minderheiten vertreten, wie Bosnier, Serben und Türken. Umfragen zufolge liegen die nationalistische linksgerichtete LVV und die liberal-konservative LDK-Partei vorn. Wählt die LDK und ihre Kandidaten, denn seit 3 Jahrzehnten arbeiten wir an der Eingliederung des Kosovo in die EU und die atlantischen Institutionen. Allerdings liegt eine EU-Mitgliedschaft in weiter Ferne. Seitdem der Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt hat, sind die Beziehungen zwischen Pristina und Belgrad angespannt. Das muss sich nach Meinung in Brüssel ändern. Die ethnischen Serben sind eine Minderheit im Kosovo. Diese forderte der serbische Präsident Aleksandar Vučić auf, massiv wählen zu gehen, um ihre Lage zu verbessern. Umfragen zufolge wird keine Partei genug Stimmen für eine komfortable Mehrheit erhalten. Ein Szenario, das komplizierte und langwierige Koalitionsgespräche nach sich ziehen könnte.